Mein Name ist Sevim Dadelen, ich bin Abgeordnete der Linken im Deutschen Bundestag und ich freue mich, euch und Sie hier heute am Brandenburger Tor in Berlin begrüßen zu können. Die Linke im Deutschen Bundestag protestiert mit dieser Aktion heute und mit einer öffentlichen Anhörung im Deutschen Bundestag heute Abend um 18 Uhr gegen die Inhaftierung des Journalisten und Gründers der Enthüllungsplattform WikiLeaks, Julian Assange, in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh und auch gegen seine drohende Auslieferung an die Vereinigten Staaten von Amerika. Julian Assange hat Kriegsverbrechen der USA in Afghanistan und im Irak veröffentlicht und soll dafür für immer weggesperrt werden. Seine Verfolgung, so sagen wir, ist ein Angriff auf den investigativen Journalismus. Es ist ein Angriff auf die Pressefreiheit und es ist auch ein Angriff auf die Demokratie. Die Verteidigung der Freiheit von Julian Assange ist die Verteidigung ihrer selbst. Und ich darf heute auf dem Pariser Platz hier vor der US-Botschaft ganz herzlich begrüßen den Vater von Julian Assange, John Shipton. Der ist gerade auf dem Weg. Er ist noch auf dem Weg. John Shipton hat gestern seinen Sohn Julian Assange im Gefängnis in Belmarsh besucht und kämpft unermüdlich für die Freilassung seines Sohns. Ich begrüße ganz herzlich Nils Melzer. Er ist der Sonderbeauftragte zum Thema Folter der Vereinten Nationen. Nils Melzer macht auf die gravierenden gesundheitlichen Folgen der jahrelangen Isolation von Julian Assange im Botschaftsasyl, im ecuadorianischen Botschaftsasyl in London aufmerksam und jetzt auch im Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh. Ich begrüße Kristen Hafsson, der extra aus Island hier angereist ist, den Chefredakteur von WikiLeaks, der nicht nur... Kristen leitet nicht nur die wichtige Arbeit der Enthüllungsplattform WikiLeaks weiter, sondern engagiert sich weltweit für die Freiheit von Julian Assange, aber auch für die Freiheit von Whistleblowerinnen wie Chelsea Manning. Ich begrüße natürlich auch meinen Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch hier heute am Brandenburger Tor und meine liebe Kollegin, die beliebteste Politikerin Deutschlands im Moment, Sarah Wagenknecht, herzlich willkommen. Und mit Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch werden enthüllen einen Monument des Künstlers Davide Dormino, den ich auch herzlich begrüßen möchte, der aus Italien, aus Rom hier extra angereist ist. Davide hat mit seinem Werk ein Anything to Say ein großartiges und eingängiges Monument geschaffen und ich freue mich, dass er diese Skulptur heute hier zur Verfügung stellt, auch als Mahnung und auch Verpflichtung zugleich für die Pressefreiheit, für die Freiheit von Whistleblowern auch aufzustehen. Und deshalb herzlich willkommen auch an Davide. Ich darf nun Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch bitten, die Skulptur Anything to Say mit Davide, dem Künstler, zu enthüllen. Davide, du hast das Wort. As an artist and a general citizen, I feel I have a duty to defend freedom of speech and expression. The role of an artist in this world has always been, since ancient times, to act of narrating one's own world and improving it. Perhaps to indicate a new vision linked to man and his fundamental values. Art, in the broader sense, is such when it makes us question our existence by showing us a new direction. Art arrives where politics and justice fail, therefore changing our perception of the present. Almost 5 years have passed and Anything to Say has returned to Berlin after stopping in 12 European cities
where thousands of people have climbed to the fourth chair alongside Snowden, Assange, and Manning. Julian Assange is the hero of our times. Like him, there are many others. Edward Snowden, Chelsea Manning, and the whole audience of anonymous citizens fighting for corruption and the war crimes. We have been told that the decisions that are made about our lives are not transparent, and that we have been punished for it. But justice is not done by burning those who have the courage to reveal the truth. The truth is the first step towards freedom and democracy. These sculptures hopes to act as a voice, as support, and to give those courage in defending the truth. Someone said, this is the true statue of liberty. Anything to say is a springing board for all. Not for only for those of political or religious belief. Not only for a single country, but for everyone. And this is why it reached every single corner of the world so successfully. This work has come to be a monument for the hope of a possible future, perhaps utopian one, but it's worth trying for us and the future generation. Each of us in our small way can do something to begin to understand, to inform ourselves on the world around us is not only a right, but is an act of resistance to decide what world we want to live in. I would like to thank Die Linke, all of you, Patrick Bradash, for having made this all this possible. We are millions. We will win. Take a stand, free Assange. Vielen Dank an Davide. Danke auch nochmal, dass du einen Dank an Patrick Bradash gerichtet hast. Patrick Bradash macht Candles for Assange jeden Mittwoch hier am Brandenburger Tor und war derjenige, der es möglich gemacht hat, dass die Skulptur von Rom hierher gekommen ist. Dankeschön, Patrick. Und ich möchte auch herzlich begrüßen jetzt John Shipton, der inzwischen bei uns weilt. Welcome, John, to us, to Berlin. It's okay, it's okay, it's okay. I just wanted to welcome you. Und nun möchte ich das Wort aber an Sarah Wagenknecht geben. Julian Assange und WikiLeaks haben die Weltöffentlichkeit informiert über Kriegsverbrechen der USA im Irak und in Afghanistan. Doch nicht diejenigen, die die Verbrechen befohlen und begangen haben, sondern derjenige, der sie öffentlich gemacht hat, sitzt heute im Gefängnis. Das ist der eigentliche Skandal. Julian Assange hat uns einen großen Dienst erwiesen. Und ich glaube, heute sind wir gefragt, ihm einen Dienst zu erweisen. Denn das erste Opfer jedes Krieges, das ist die Wahrheit. Assange hat die Wahrheit über Verbrechen und Schrecken des Krieges ans Licht gebracht. Und er hat damit einen wichtigen Beitrag geleistet für den Frieden, für Aufklärung und für Demokratie. Wir leben in Zeiten von Fake News und Desinformation und das gilt vor allem für die Außenpolitik. Und das gilt keineswegs nur für die vielgescholtenen sozialen Medien. Doch eine Demokratie, die den Respekt vor der Wahrheit verliert, die das Interesse an der Wahrheit verliert, eine solche Demokratie zerstört sich selbst. Und ich finde, das dürfen wir nicht zulassen. Wir dürfen nicht zulassen, dass Julian Assange getötet wird. Und es ist so, sein Leben ist in großer Gefahr. Davor haben 60 Ärzte aus 8 Ländern die britische Regierung vor wenigen Tagen eindringlich gewarnt. Julian Assange sitzt im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh bei London in Isolationshaft.
und er wartet auf seinen Auslieferungsprozess. Assange wird in der Haft systematisch zerstört. Er weist alle Anzeichen psychologischer Folter auf, wie der UN-Sonderberichterstatter Nils Melzer, den wir hier auch schon begrüßt haben, festgestellt hat. Und ich finde, es ist erschreckend, dass in einem Mitgliedsland der Europäischen Union solche Zustände herrschen. Und es ist erschreckend, dass nicht nur in Großbritannien, sondern bei den Regierungen aller Mitgliedsländer der EU sämtliche Hilferufe für Julian Assange ungehört verhallt sind. Ich finde, dagegen müssen wir aufstehen und dagegen müssen wir uns wehren. Julian Assange ist gesundheitlich sichtlich gezeichnet vom jahrelangen Botschaftsasyl, von der Einzelhaft und von der steten Drohung auf Auslieferung an die USA, wo er bis zu seinem Lebensende weggesperrt werden soll. Donald Trumps Justizministerium hat Assange nach einem Spionagegesetz aus der Zeit des Ersten Weltkriegs in mittlerweile 18 Punkten angeklagt. Ihm drohen 175 Jahre Gefängnis und vielleicht sogar die Todesstrafe, wenn noch weitere Klagen hinzugefügt werden. Von einem fairen Auslieferungsverfahren kann keine Rede sein. Seine grundlegenden Rechte auf Vorbereitung seiner Verteidigung sind ausgehöhlt, sein Zugang zu Rechtsberatern und Dokumenten stark eingeschränkt. An Julian Assange soll ganz offensichtlich ein Exempel statuiert werden, das andere davon abschrecken soll, über Kriegsverbrechen und Korruption aufzuklären. Und die, die das Exempel statuieren wollen, die wissen warum. Weil eben auf dieser Welt immer noch, und zwar in vielen Ländern, Kriegsverbrechen, Korruption und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an der Tagesordnung sind. Und offensichtlich wollen sie verhindern, dass solche Verbrechen den Weg in die Öffentlichkeit finden. Julian Assange hat den Mut gehabt, aufzustehen und Unrecht Unrecht zu nennen. Und ich meine, heute müssen wir aufstehen und Unrecht Unrecht nennen. Denn Julian Assange widerfährt Unrecht. Ihm gebühren Preise und Auszeichnungen für seine Aufklärungsarbeit und nicht Gefängnis und Folter. Ihm gebührt Wiedergutmachung für die jahrelange Isolation und für die nicht enden wollende Schmutz- und Hetzkampagne. Und unsere Unterstützung gilt natürlich ebenso mutigen Whistleblowern wie Chelsea Manning, die erneut in den USA im Gefängnis sitzt, weil sie sich weigert, vor einer geheimen Jury gegen Julian Assange und WikiLeaks auszusagen. Für jeden Tag in Haft muss Chelsea Manning noch dazu $1,000 Strafe bezahlen. Ich finde, das ist eine Schande. Und unsere Unterstützung gilt selbstverständlich Edward Snowden, der das gigantische Abhörprogramm der USA aufgedeckt hat und heute im Asyl in Russland lebt. Es ist eine Schande, dass sich nicht ein Land der EU bereit gefunden hat, Edward Snowden aufzunehmen und vor US-Verfolgung zu schützen. Und auch die Bundesregierung hat hier komplett versagt. Auch ihr anhaltendes Schweigen im Fall Assange ist unerträglich. Wo bleibt der vielbeschworene Einsatz für Menschenrechte, wenn es um das Leben eines Menschen geht, der US-Kriegsverbrechen aufgedeckt hat? Warum hört man kein Wort von Außenminister Maas, der sich gern immer überall in der Welt für Menschenrechte einsetzt? Da hätte er mal ein Betätigungsfeld, wo er sich wirklich verdient machen könnte. Aber man hört nur Schweigen. Wie schändlich. Davide Dormino hat den dreien, Julian Assange, Edward Snowden und Chelsea Manning, mit seiner Skulptur Anything to Say ein wunderbares Denkmal geschaffen.
Und ich bin dankbar, dass er das Monument für uns nach Berlin gebracht hat. Ganz herzlichen Dank an Davide Dormino für diese Skulptur und für die Mahnung, die damit verbunden ist. Und wir sehen es, der vierte Stuhl, der ist für uns alle da. Der ist für uns alle, damit wir aufstehen gegen dieses Unrecht, was wir hier erleben. Journalismus ist kein Verbrechen. Julian Assange muss freikommen. Vielen Dank. John, I want to give you the floor. You have been yesterday in Belmarsh and you saw Julian. And I hope you can tell us about the situation and maybe Julian knows about this event today. Thank you. I saw Julian yesterday afternoon. He is, as Nils Melzer describes, suffering from years of psychological torture, increasing psychological torture, increasing to the extent of damaging him. And so it's quite moving for me to see Julian, and quite worrying. He may die there, unless, if I could describe it to you this way, the collateral murder video that Chelsea Manning alleged to have brought to WikiLeaks, this shows the murder of two journalists and 11 other men. One of the men crawling wounded towards a van, and a saviour coming to help him and put him in the van. Two children were in the van. They were badly wounded. The saviour was murdered. The wounded man was murdered. This is a war crime, you can see. And yet Julian sits in Belmarsh maximum security prison. Now I've been there 10 months. Those that organized this crime have the grotesque gall to say things like, oh, he endangered lives. I'd like to add a little more while Kristen's here. So another dimension to WikiLeaks and Julian and Kristen is that Kristen went to Seder City back then, went to bring names to the dead, went to Seder City at the risk of his life to bring names to those slaughtered. This is Kristen here, another man of so you can see, there's five men as great examples to us of courage. So thank you very much, and I'm sure that the welling up from us for justice for Julian, a great cause, a great task for us, will bring about his freedom. Thank you. Jetzt möchte ich gerne das Wort Nils Melzer geben. Nils Melzer war gestern zu Gesprächen im Auswärtigen Amt. Vielleicht können Sie, Herr Melzer, uns sagen, ob Sie Außenminister Maas und die Bundesregierung bewegen konnten, etwas für Julian Assange zu tun. Bitte sehr. Vielen Dank. Ich glaube, es gibt
glaube, es gibt nur einen Ort, von dem ich aus ich sagen kann, was ich zu sagen habe. What I have to say. Jahrzehntelang wurden im Westen politische Dissidenten mit offenen Armen aufgenommen, weil sie in ihrem Kampf für die Menschenrechte von diktatorischen Regimes verfolgt wurden. Heute aber müssen westliche Dissidenten selber um Asyl ersuchen, so wie Snowden in Russland oder bis vor kurzem Assange in der ecuadorischen Botschaft in London. Denn der Westen hat selber begonnen, seine Dissidenten zu verfolgen. Sie in politischen Schauprozessen mit drakonischen Strafen zu belegen und wie gefährliche Terroristen in Hochsicherheitsgefängnissen einzusperren, unter Bedingungen, die man nur als entwürdigend und unmenschlich bezeichnen kann. Unsere Regierungen fühlen sich bedroht durch Chelsea Manning, Edward Snowden und Julian Assange, denn sie sind Whistleblowers, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten, die uns handfeste Beweise geliefert haben für Missbrauch, Korruption und Kriegsverbrechen der Mächtigen und die nun deshalb systematisch diffamiert und verfolgt werden. Sie sind die politischen Dissidenten des Westens und ihre Verfolgung sind die Hexenprozesse von heute, denn sie gefährden die Privilegien einer unüberwachten Staatsmacht, die außer Kontrolle geraten ist. Der Fall von Manning, Snowden und Assange und anderen ist der wichtigste Testfall unserer Zeit für die Glaubwürdigkeit der westlichen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie und unseres Bekenntnisses zu den Menschenrechten. In allen diesen Fällen geht es nicht um die Person, den Charakter oder allfälliges Missverhalten dieser Dissidenten, sondern es geht darum, wie unsere Regierungen mit der Enthüllung ihres eigenen Missverhaltens umgehen. Wie viele Soldaten wurden zur Verantwortung gezogen für das Massaker an Zivilisten, welches im Video Collateral Murder zu sehen ist? Wie viele Agenten für die systematische Folter von Terrorverdächtigten? Wie viele Politiker und CEOs für die korrupten, menschenverachtenden Machenschaften, welche durch unsere Dissidenten ans Licht gezogen worden sind? Darum geht es hier. Es geht um die Integrität unserer Rechtsstaatlichkeit, die Glaubwürdigkeit unserer Demokratie und letztendlich um unsere eigene Menschenwürde und um die Zukunft unserer Kinder. Lass uns das niemals vergessen. Danke. Vielen Dank an Nils Melzer. Ich möchte ganz kurz auch eine Zwischenankündigung machen. Wir haben ja heute Abend eine öffentliche Anhörung der Linken im Bundestag, Medien unter Beschuss, Feldzug gegen WikiLeaks und investigativen Journalismus. Heute Abend und dort haben wir neben einer Reihe von exzellenten Referentinnen und Referenten wie Kristin Hafson, Nils Melzer, John Shipton, aber Renata Avila vom Anwaltsteam von Julian Assange, Christian Mier von Reporter ohne Grenzen, Cornelia Berger von der Deutschen Journalistenunion, der Gewerkschaft Verdi, John Götz, dem Investigativjournalisten vom Norddeutschen Rundfunk, Michael Sontheimer vom Spiegel, wöchentlichen Magazin. Haben wir noch eine spezielle Videobotschaft eines Whistleblowers der ersten Stunde von Daniel Ellsberg, der die Pentagon-Papiere öffentlich gemacht hat, worüber dann Präsident Nixon gestolpert ist. Und wir haben eine Botschaft von dem Whistleblower unserer Tage, nämlich Edward Snowden. Also ich freue mich auf die Veranstaltung. Für diejenigen, die nicht daran teilnehmen können, es gibt ab 18 Uhr einen Livestream, dankenswerterweise von Russia Today. Ich hätte mir gewünscht, dass andere Qualitätsmedien in Deutschland auch einen Stream gemacht hätten. In diesem Zusammenhang... In diesem Zusammenhang möchte ich nun das Wort geben... meinem Vorsitzenden der Linksfraktion im Deutschen Bundestag, Dietmar Bartsch. Ja, danke, liebe Seven.
Du hast ja eben schon gesagt, dass wir ein bisschen unter Druck sind, weil im Deutschen Bundestag wird gerade der Haushalt für das nächste Jahr behandelt. Und ich will zumindest sagen, da muss man schon Nein stimmen, insbesondere auch deshalb, weil dieser Haushalt ein Maß an Aufrüstung beschließen wird, das wirklich völlig inakzeptabel ist. Plus 17%, über 50 Milliarden, das ist völlig inakzeptabel. Und deswegen werden wir da auch gleich hingehen und unsere neuen Nein-Stimme deutlich machen. Ich will mich ganz herzlich bei Davide Dormino bedanken für diese Skulptur und vor allen Dingen, dass sie heute hier auf diesem Platz steht. Es ist ein ganz wichtiges Zeichen, dass hier im Zentrum Berlins deutlich gesagt wird, ja, es gibt Solidarität mit denjenigen, die sich engagieren, die gegen die globale Überwachung und gegen Lügen aktiv geworden sind. Das ist ihr Verdienst, dass sie diesen Mainstream der Vertuschung nicht mitgemacht haben. Und deswegen herzlichen Dank an den Künstler, herzlichen Dank, dass es heute präsentiert werden kann, herzlichen Dank, dass wir unsere Solidarität ausüben können. Es ist leider so, dass investigative Medien, dass Presse, die frei berichtet, immer mehr unter Druck gerät. Und leider eben heute, was früher undenkbar war, vor allen Dingen in Demokratien, wo verhindert werden soll, dass über die Mächtigen und auch ihr Fehlverhalten berichtet wird. Und da haben sich diese drei wirklich Verdienste erworben, große Verdienste. Und deshalb gebührt ihnen unsere Solidarität. Ich könnte hier jedes der hochgehaltenen Schilder vorlesen, weil genauso ist es für einen freien, unabhängigen und furchtlosen Journalismus. Das ist dringend notwendig. Aufdecken ist wichtig in unserer Zeit, damit die Menschen erfahren, was wirklich in dieser Welt geschieht. Denn es ist leider so, dass die sich selbst immer lobenden westlichen Demokratien auf diesem Feld wirklich Rückfälle ins Mittelalter zugelassen haben, dass sie diejenigen, die Wahrheiten aufdecken, verfolgen. Das ist inakzeptabel. Und deshalb bin ich auch froh, dass wir heute Abend genau diese Anhörung im Deutschen Bundestag durchführen. Wenn Sie kommen können, kommen Sie hin, ein tolles Publikum. Herzlichen Dank für Ihre Solidarität hier und heute. Alles Gute und das Kämpfen für die drei, für die Freiheit, das geht weiter. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Dietmar. Nicht diejenigen, die Kriegsverbrechen öffentlich gemacht haben, gehören hinter Gitter oder vor Gericht, sondern diejenigen, die sie begangen haben oder sie zu verantworten haben. Und in diesem Sinne möchte ich gerne jetzt das Wort Kristin Hafsson geben, dem Chefredakteur von WikiLeaks, der eigens aus Island hier angereist ist. Kristin, very welcome. You have the floor. We are living in very dangerous times. And we all know it, we can feel it, we can sense it. These men symbolize the fight that we have to fight for our future and for our children's future. We have here the symbols of men who exposed the truth about the evils in this world. Two of them are in prison, one in exile. It's unacceptable. We need the truth. Shipton, John Shipton, Julian's father, mentioned earlier the horrible collateral murder video who showed the killing of innocent civilians in Baghdad. And when he mentioned it, I reflected back because I went to Baghdad prior to the release of that video, which I'm sure you have all seen. I met the victims who had lost brothers and fathers in that carnage. I met two children there, young children. Their name was Said and Doha. They were injured by the bullets, the hollow explosive bullets sprayed from the Apache attack helicopter in the sky, representatives of this empire. Their father, Matasher Tomal, was killed at that incident. He was an innocent man. He came upon the scene and he was going to attempt to save the life of a Reuters journalist, Said Sma, who was lying, dying on the curb. But before he could move him away, the Apache helicopter opened fire
and killed everyone except Said and Doha. And the reason why their lives were saved was because their father was able to throw them himself and shield them with his own body in the front seat of the minivan that was blown to pieces, while the soldiers in the attack helicopter was laughing in the sky above, praising themselves for what they've done. Nice shooting, they said. Nice shooting. This is the truth. This is the truth exposed. The only justice that the two children got, Said and Doha, was to get the truth out. That was the only justice. And for being able to bring them that has made everything worthwhile for me as a journalist. But these guys are paying the price. Julian is sitting in Belmarsh prison, suffering dearly for bringing the truth to them and to you all. He's waiting extradition to the United States on charges of doing journalism. That cannot happen. It has to be stopped. It is the most serious attack on European democracy that we've seen in a lot of times. It is the most serious attack on journalism in general in decades. If this extradition goes ahead, Julian will lose his life in the United States. But if it goes ahead, we will all lose a big chunk of our liberty. We will lose the foundation of our democracy. It has to be fought. Please stand with us. We have to fight against the extradition of Julian Assange. Thank you. Thanks a lot, Christian. Thanks a lot. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank auch fürs Kommen. Journalismus ist kein Verbrechen. Freiheit für Julian Assange. Freiheit für alle verfolgten Journalistinnen und Journalisten weltweit. Und in diesem Sinne möchte ich mich bei allen bedanken, die heute hier waren, auch für Candles for Assange und Patrick Bardatsch, die das möglich gemacht haben heute. Bei allen, die wöchentlich aufstehen und diese Mahnwachen abhalten, am Tag der Menschenrechte, am Internationalen Tag der Menschenrechte, am 10. Dezember, wird es überall in Deutschland Mahnwachen geben für Manning, Snowden, Assange und viele andere mehr, die verfolgt werden, weil sie sich der Wahrheit verpflichtet haben. Und in diesem Sinne wird es auch hier am Brandenburger Tor am 10. Dezember um 17 Uhr hier auf dem Pariser Platz auch wieder eine Mahnwache geben. Ich hoffe, wir sehen uns am 10. Dezember spätestens hier wieder. Und ich freue mich, dass alle so zahlreich erschienen sind. Ich bedanke mich bei den Rednerinnen und Rednern und sage bis heute Abend 18 Uhr bei unserer Anhörung Medien unter Beschuss für die Freiheit von Journalismus. Für die Freiheit von Julian Assange. Herzlichen Dank. Die Kundgebung ist damit beendet. Vielen Dank. Ja.